So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch. Begrüße euch zu einem neuen Arena Talk hier auf meinem Kanal. Für die Leute, die es noch nicht kennen, die jetzt neu auf dem Kanal sind. Hi! Hier wird geredet. Und zwar geht es hier um ein paar Themen, die den Kanal betreffen, ein paar Termine, die jetzt anstehen. Paar Themen, die ihr mir vorgeschlagen habt, über die ich reden soll. Das werde ich auch noch kurz machen zum Schluss dann. Also, wenn ihr da wissen wollt, um was es geht, einfach bis zum Schluss dranbleiben. Ansonsten geht es auch noch um die Rewards im Stream. Da habe ich nämlich auch eine kleine Veränderung, oder muss ich eine kleine Veränderung vornehmen, denn da läuft irgendwas gehörig falsch momentan bei den Rewards. Ist natürlich nicht eure Schuld, ist meine Schuld, weil ich es so einfach gemacht habe, aber da kommen wir dann gleich zu. Zum einen bin ich frisch geduscht. Zum anderen, was gibt's Neues? Diese Woche vom, lasst mich kurz gucken, vom 17. ist glaube ich Fachbesuchertag, vom 17.8. bis zum 21.8. ist die Gamescom. Viele von euch werden wahrscheinlich hingehen, viele YouTuber gehen hin, ich nicht, ich bleib hier in meiner kleinen Wohlfühloase, denn es lohnt sich für mich einfach nicht. Ich müsste von Sachsen bis nach Köln fahren, das sind ungefähr 7-8 Stunden mit dem Zug, würde haufenweise Geld fressen, Gamescom-Tickets kosten für die ganzen Tage, plus ich bräuchte ein Hotel oder irgendwie eine Ferienwohnung, wo ich übernachten könnte, und das wäre halt für zwei Personen horrend hoch, denn die Hotels kosten teilweise fast 400-500 Euro für die paar Tage. Von daher lohnt sich es für mich einfach momentan nicht. Und eventuell in ein paar Jahren, ich habe jetzt auch nicht die mega große Community, dass ich da sagen kann, okay, ich fahre da unbedingt hin, um meine ganzen Abonnenten zu treffen. Ich habe knapp 1400 Abonnenten jetzt. Es sind zwar viele, es sind sehr, sehr viele, und da bin ich euch auch sehr dankbar dafür. Allerdings würde es sich jetzt im Moment für mich noch nicht lohnen, finde ich. Und machen das auf alle Fälle. Irgendwann komme ich zu Gamescom, ich weiß noch nicht wann. Und tut mir leid, aber dafür habe ich was Besseres für euch, denn ich werde ja hier sein und einige von euch können wahrscheinlich auch nicht zu Gamescom fahren, weil sie entweder zu jung sind, nicht die Kohle haben wie ich oder einfach keinen Bock haben, da 5 Stunden von Spielern zu stehen. Darum gibt es ab dem Donnerstag, und zwar ist das der 18., eventuell sogar schon am 17., längere Streams. Ich werde wahrscheinlich schon nachmittags anfangen mit Streamen, und zwar gibt es dann Pokémon, Pokken, mal gucken, vielleicht machen wir irgendwie ein Let's Play noch im Stream zusammen, mal schauen, und da gibt es dann auf alle Fälle sehr, sehr lange Streams als Überbrückung, weil halt viele YouTuber und viele Streamer auch nicht da sind. Und ich denke mal, so ist ein kleines Geschenk von mir an euch, dass ihr was zu gucken habt, eventuell, dass ihr euch nicht langweilt und die ganzen YouTuber ballern dann sowieso meistens dann abends ihre Videos raus vom ganzen Tag und was da so passiert ist. Von daher, nehmt es als kleines Geschenk an von mir an euch, die nicht da hingehen können. Und am 19. vom 20. August mache ich einen 24-Stunden-Stream. Mein erster 24-Stunden-Stream. Und der geht von 19. August 12 Uhr bis zum 20. August 12 Uhr. Ob ich danach noch weiter streame oder ob ich danach tot bin, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Was gibt's da? Wir machen Wi-Fi-Battles. Ich werde meine Signature-Pokémon verteilen. Also es gibt ein Signature-Pokémon-Giveaway. Ihr könnt euch Dragoran, Portalanda und Arctos snacken im Stream. Dann werden wir wahrscheinlich, wenn genug Leute da sind, ein kleines Turnier spielen, wenn ihr wollt. Wir könnten Smash spielen, wir können Mario Kart spielen, wir können Pokken-Tournament spielen. Ich habe haufenweise PS4-Spiele, die man spielen kann. Also ich schätze mal, da ist für alle was dabei. Und ich hoffe, dass die Aktion freudig angenommen wird. Denn wie gesagt, es sind viele YouTuber nicht da. Und ich habe mal so, okay, wenn du den 24-Stunden-Stream rausbaust, dann mach's an dem Wochenende, wenn sowieso nicht viele da sind. Einfach, dass Leute irgendwas zu gucken haben. Und vielleicht noch ein Giveaway kriegen, irgendein cooles Pokémon oder so, also mal gucken. Eventuell, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Arceus, Darkrai oder Mew verteilen, die 20th Anniversary Pokémon, die ist jetzt per Code Booster von GameStop, die kann ich euch untouched klonen und geben, das wäre auch kein Problem. Dazu erstmal genug. Das sind erstmal die Termine, die jetzt nächste Woche anstehen, also 24-Stunden-Stream am 19. und 20. und halt ab 17 oder 18. muss ich noch gucken, wie ich es zeitlich packe mit YouTube-Videos und so. Längere Streams schon ab nachmittags, und da freue ich mich schon drauf. Es wird, denke ich mal, sehr, sehr lustig werden. Und wie gesagt, als kleines Geschenk für Leute, die nicht zur Gamescom kommen können oder fahren können oder wollen, dass halt irgendjemand da ist, bei dem man zugucken kann, der Pokémon spielt. So, das nächste betrifft unseren Revlobot. Denn ich habe da ziemliche Scheiße gebaut. Also nicht mega scheiße, aber ziemliche Scheiße, denn wir gucken mal auf den Monitor. Achtung, und da wurde wie immer klein. So. Ihr seht meine Redemptions. Das sind die Redemptions, die ihr eingelöst habt. Und euch fällt bestimmt hier was auf. Patrick Ostar. Ich finde es nicht schlecht, dass ihr euch so viele Battles mit mir wünscht. Ist überhaupt kein Problem, finde ich total gerechtfertigt. Ich meine, ich biete das an, damit ihr gegen mich kämpfen könnt, damit die Kämpfe auf YouTube gezeigt werden. Allerdings muss ich euch ein was sagen. Ich muss die Battles teurer machen, denn ansonsten ist es halt
total easy, an die Battles ranzukommen. Das will ich auch nicht. Ich will halt nicht permanent irgendwo kämpfen müssen, sondern ich will halt, dass die Battles auch so eine kleine Belohnung sind, dass man da ist. Ich baue uns so oft Bonus raus, wenn irgendwie viele Leute da sind oder so. Also wenn wir 50 Spieler haben bei uns, schmeißen es dann 500 Orden extra raus, weil wir halt dann so viele Leute sind, als kleines Dankeschön und als kleine Geste. Allerdings wird es die Redemptions oder die Rewards erst ab 5000 Orden in Zukunft geben. Ich hatte es vorher bei 1000 Orden und es ist einfach zu wenig. Ich battle gerne gegen euch, aber es ist einfach zu wenig. Außerdem muss ich leider den Leuten sagen, die mehr als zwei Battles gegen mich haben, ich muss alles, was mehr als zwei Battles sind, canceln, weil es einfach zu viel wird. Ihr müsst das aus der Sicht sehen, das wären bei einigen Leuten 4, 5, 6 Battles auf YouTube und es guckt sich dann niemand an. Ich will nicht, wenn ich jemanden abonniere, sechsmal den Kampf gegen die gleiche Person sehen. Ich will halt ein bisschen Abwechslung haben. Wir können gerne ein Match und Rematch machen. Das ist kein Problem. Mache ich gerne mit euch, gerne mit anderen Teams oder gerne mit irgendwelchen Spezialvoraussetzungen, dass wir Monotyp-Teams nehmen oder sowas. Bin ich total offen dafür. Ist mir total egal. Wir haben auch schon jetzt mit Mark geredet, dass wir Wandertrade-Battle machen. Ist mir auch recht. Mache ich auch sehr gerne mit euch. Aber mehr als zwei Battles bitte erstmal nicht. Und wenn die zwei Battles gemacht sind, auch erstmal irgendwas anderes sparen im besten Fall, denn es gibt so viele, die gegen mich kämpfen wollen. Und ich würde auch gerne so viele Videos hochladen, und dazu kommen auch gleich noch. Aber bitte erstmal mehr als zwei Battles nicht. Ich werde euch die restlichen Orden, die jetzt drüber hinaus sind, also wenn du jetzt sechs Battles bestellt hast und ich mache zwei Battles mit dir, gibt es dann die restlichen 4000 Orden natürlich wieder zurück, dass ihr die Orden nicht verliert. Wäre ja Käse, wäre unfair gegen euch gegenüber. Allerdings werde ich das erstmal auf zwei Battles beschränken pro Person, also Match und Rematch. Können wir auch gerne irgendwelche Bedingungen dazu schreiben. Keine Ahnung, wir machen ein NU-Match oder schwimmen mit dir. Ein Monotype-Match, irgendwie random. Oder keine Ahnung, Mixed Battles ist mir auch relativ egal. Oder wie gesagt, so ein Wandertrade-Battle finde ich auch sehr, sehr lustig. Also von daher ist das alles kein Problem. Aber bitte, nehmt es mir nicht übel, aber ich will nicht sechs Battles mit der gleichen Person hochladen. Denn dann wird es auch langweilig für die Zuschauer und daran müsst ihr bitte auch denken. Ich battle gerne gegen euch, ich mache es auch im Stream sehr gerne. Und von daher, bitte nehmt mir das nicht übel. Außerdem muss ich in meine Settings gehen und werde die Orden nicht mehr auf 1 Orden pro Minute stellen, sondern auf 1 Orden alle 2 Minuten. Das heißt, ihr bekommt 30 Orden in der Stunde. Ist zwar jetzt bloß noch die Hälfte. Allerdings bekommt ihr, wenn ihr da seid und oft da seid, auch sowieso immer mal einen Bonus ab. Wenn ich Shiny hante, gibt's Boni. Wenn viele Leute im Stream sind, gibt's Boni. Wir können auch gerne wieder die Wetten aktivieren jetzt. Also von daher, nehmen wir das bitte nicht übel. Es ist halt bloß, es wird dann immer so viel. Ich sehe schon, ich habe 32 Rewards und ich komme kaum hinterher, das ganze Zeug abzuarbeiten. Und das ist halt echt schade. Und das will ich auch nicht, dass ihr dann so lange auf das Zeug warten müsst. Ich habe einen Wunsch-Pokémon 50 Stunden gemacht. Ich habe teilweise noch Rewards von vor einem Monat. Also von daher, nehmt es mir bitte, wie gesagt, nicht übel. Ist nicht böse gemeint, ist auch nicht böse gemeint euch gegenüber. Sondern es ist halt einfach notwendiger Schritt leider, den ich gehen muss, und ich hoffe, wir kriegen das irgendwie gebacken. So, ich ziehe mich erstmal so groß. Und da ist so groß. Da ist Großmonster am Start. Boah. So, das nächste, was ich ansprechen möchte, sind die Battles. Ihr habt gesehen, ich lade wieder Battles hoch. Ich habe jetzt drei Battles hochgeladen. Es wird noch ein viertes nachkommentiertes Battle kommen. Und alle anderen Battles werden dann einfach nur noch live sein. Denn nachkommentierte Battles sind gut, sage ich nichts dagegen. Ihr könnt euch auch gerne die nachkommentierten Battles von Steve angucken, der macht das extrem cool, wie ich finde. Und es ist auch nichts, ich sprich auch nichts dagegen, aber es ist einfach nicht mein Stil. Ich fühle mich bei nachkommentierten Kämpfen irgendwie nicht so wohl, wie als wenn ich hier live da sitze und kämpfe. Ihr kennt das vielleicht, ich habe früher Road to Master sehr oft live gekämpft. Ich habe alle meine anderen Battles live aufgenommen und gekämpft, und es ist nicht mein Stil. Ich habe das probiert jetzt mit den vier Battles und ich komme da irgendwie nicht so richtig rein, das nachkommentieren. Von daher ist es irgendwie nicht mein Stil. Deswegen gibt es Live-Battles. Allerdings natürlich auch hat alles, was im ersten Moment schlecht ist, was Positives. Denn bei den Live-Battles fällt ein Schritt weg, und zwar das Nachkommentieren. Das heißt, ich muss mich nicht hinsetzen, das nochmal nachkommentieren. Sondern ich kann das gleich, wenn das falsch aufgenommen ist, rendern lassen. Machen wir eine Nachbearbeitung da rein. Also die coolen Effekte. Und das heißt, ich kann mein Battles der Woche hochladen. Also wird es dann wahrscheinlich so sein, dass ich zwei, wenn ich viel, viel Zeit habe und viel, viel Muße habe, vielleicht sogar drei Battles die Woche hochladen kann. Ich hoffe, das entspricht euren Bedürfnissen des Kampfes und des Videoguckens. Und würde mich freuen, wenn ihr das positiv begrüßen würdet, denn ich finde Live-Battles oder live-kommentierte Battles auch viel, viel cooler als nachkommentierte. Und ich habe es probiert, jetzt noch mit dem Nachkommentieren, ist nicht mein Stil. Und man soll sich immer in seinem Stil treu bleiben. Von daher gibt es ab jetzt live-kommentierte Battles. Und davon auch ein paar mehr, weil es ja bisschen schneller geht im Nachbearbeiten und ein Arbeitsschritt wegfällt zum Glück.
So. Hustmonster am Start. Dann wurde ich noch gefragt. Auf Twitter. Zum einen, Pikehex 11.0 ist das, glaube ich. Ich habe keine Ahnung von Pikehex. Ich kann euch gerne mal versuchen, irgendwie ein Video dazu zu machen. Allerdings muss ich mich da selbst erst noch reinlesen und Theorie craften. Denn ich habe null Plan von Pikehex. Ich nutze PowerSafe. Das wissen viele, das wissen eigentlich alle, die meinen Kanal abonniert haben. Und viele, die haben ja meinen Kanal auch abonniert wegen dem PowerSafe-Video. Aber Pikehex habe ich null Plan. Ich weiß nicht, wie ich das Ding auf meinem 3DS kriege. Ich weiß nicht, wie ich es benutze. Also ist wahrscheinlich sowas wie PokéSafe, was es früher gab. Aber ich habe damit jetzt noch nicht irgendwie Kontakt aufgenommen mit dem Pikehex. Und von daher, ich kann es gerne mal versuchen, mich da mal reinzufilzen und da mal reinzulesen und mal ein paar Videos zu machen darüber, wie man das macht und wie man die Pokémon da erstellt. Allerdings dauert das eine Weile. Und wenn Sanomon rauskommt, will ich mich sowieso sofort an Zuchttutorial setzen, denn da lohnt sich das. Im Gegensatz zu Ora-Sets, wo es sich einfach irgendwie nicht lohnt. Und das Spiel ist wäre draußen, wir haben ein paar Monate Sanomon, deswegen gibt es da dann ein Sanomon-Zuchttutorial und das ist mir erstmal ein bisschen wichtiger als Pikehex, aber ich werde mein Möglichstes tun, um mich da mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Dann hat der Chris Perry gefragt, wie sieht's aus im Fanpost? Dann muss ich dir sagen, Chris, schlecht. Das Problem ist, ich könnte mir ein Postfach machen, das wäre ein Aufwand von 10 Minuten vielleicht. Allerdings, da wo ich wohne, ne? Also ich wohne jetzt hier, nicht mehr da wo ich früher gewohnt habe, sondern ich wohne jetzt hier, da habe ich eine Poststelle 2 Kilometer in die Richtung und ich habe eine Poststelle 2 Kilometer in die Richtung. So, die eine geht einen Berg runter und einen Berg hoch und die andere ist einfach bloß gerade, aber dafür total dumm, weil die Postangestellten da keinen Plan haben, weil das bloß so ein Autohaus, die eine Poststation haben. Und ich könnte das machen, allerdings habe ich dann das Problem, wenn ich ein Postfach habe, geht meine ganze Post, also alles was Briefe sind und so, an die Poststelle oder an das Postfach. Und das wäre echt uncool, denn dann müsste ich immer bloß, um meine scheiß Post zu holen, 2 Kilometer in irgendeine Richtung rennen und von daher, bei mir Postfach eher suboptimal. Ich habe halt nicht mehr die Nähe zur Post, dass ich da einfach mal so hingehen kann, wie es früher war, wo ich erst gewohnt habe, sondern ich muss jetzt wirklich eine halbe Stunde fast laufen hin und zurück, dass ich an meine Post komme und das ist echt nicht so cool. Ich werde es vielleicht mal so machen, wenn jetzt irgendwas, ist an Fanpost von Leuten, die ich kenne, wie Chris, ich kenne dich ja. Ich kann euch auch meine normale Adresse geben, das ist kein Problem. Also gerade bei den Leuten, die ich kenne, bei Leuten, die ich jetzt nicht so kenne, würde ich es wahrscheinlich erst machen, wenn ich sie ein bisschen kennengelernt habe. Also ich habe da nicht in alle so ein Vertrauen und bei Chris, den kenne ich jetzt schon eine ganze Weile und von daher wäre mir das bei Chris noch relativ egal. Allerdings jetzt nicht bei irgendwelchen komplett neuen Abonnenten. Es ist zwar lieb, dass ihr Fanpost schicken wollt und würdet und eventuell wären da sogar ein paar coole Pokémon-Karten dabei oder sonst irgendwas. Allerdings hat man auch schon gesehen, dass solche Sachen gerne mal nach hinten losgehen können, wenn dann die richtige Adresse geleakt wird und dann irgendwelche Leute da meinen Schabernack damit zu treiben. Von daher, nehmt es bitte nicht übel. Vielleicht wird es irgendwann ein Postfach geben. Vielleicht dringe ich mich dazu durch, permanent eine halbe Stunde hin und her zu laufen, um meine Post zu holen, aber momentan nicht. Allerdings für Leute, die ich schon eine Weile kenne, euch kann ich gerne meine Adresse geben. Wenn ihr mir irgendwas unbedingt zuschicken wollt, ist das natürlich auch kein Problem. So, das Letzte, was ich schon ansprechen möchte, kam vom Yuki. Und ich tue mich erst ein bisschen schwer damit, das anzusprechen. Denn ich habe schon mal den Fehler gemacht und habe meine Meinung gesagt und wurde dadurch ziemlich gehatet. Ich bin auch nicht der beliebteste Poketuber, wurde mir schon einigen gesagt. Und ich kann damit leben. Mir geht es am Ende darum, dass die Leute, die meine Videos gucken, mich mögen. Und mich muss niemand anderes mögen oder lieben. Von daher, Hauptsache meine Abonnenten stehen zu meinem Content und zu mir und zu meiner Person. Von daher ist mir das relativ egal, ob mich der andere Poketuber mögen oder nicht. Und habe mich angeschrieben mit einem Thema. Hat auch auf Twitter gemacht, ist auch öffentlich auf Twitter, zwecks dem Video von Sephiron, zwecks seinem YouTube-Money. Er findet es nicht so in Ordnung, was er da gemacht hat. Und ich kann dazu ganz liberal sagen, wenn ich in Sephiron sage, wäre, ich würde es genauso machen. Es klingt jetzt total dumm und total geldgeil abgehoben, aber wenn ich Sephiron wäre, ich würde es genauso machen. Es ist einfach so, wenn wir jetzt mal alle ehrlich zu uns selbst sind, wenn wir Geld verdienen können mit dem, was wir gern machen, das ist bei uns YouTubern YouTube-Videos machen und streamen und Pokémon spielen oder irgendwie was spielen oder irgendwie, keine Ahnung, Reise-Vlogs machen oder was gibt es denn nicht alles für YouTube-Sachen, mit denen man groß werden kann auf YouTube. Ich kenne einen YouTuber, den kenne ich seit er 500 Abonnenten hat, der ist jetzt einer der größten Metal-YouTuber, den es gibt in Deutschland und er verdient auch zwar nicht sein komplettes Leben, sondern halt damit, aber verdient auch Geld damit. Und was ist verwerflich daran, mit dem Geld zu verdienen, was man mag? Ich finde überhaupt nichts, wie man das jetzt macht. Im Fall von Sephiron jetzt eine Patreon-Seite zu starten oder da irgendwie zu sagen, Leute, macht einen Adblock aus, ist halt seine Sache. Da kann ich nichts dazu sagen, will ich auch gar nichts dazu sagen. Ich würde es eventuell irgendwie versuchen, mehr zu streamen, dass halt mehr Twitch-Annahmen reinkommen. Er hat ja den Sub-Button bei Twitch, ist halt auch kein Problem da.
irgendwie länger zu streamen, mehr Subs zu generieren. Wenn er nicht Zeit dazu hat, dann macht das halt so. Es ist halt seine Sache, wie er sowas aufzieht und aufziehen will. Allerdings würde ich für mich genau die gleiche Schlüsse ziehen. Wenn ich jetzt sagen würde, oder ich in so einer Situation wäre, ich könnte jetzt davon fast selbstständig leben oder fast Teilselbstständigkeit anmelden, dass ich genug Geld im Monat hätte und sagen kann, okay, mein Video ist gedeckt, mein Essen ist gedeckt, ich mache YouTube und baller halt meine Zeit da rein und will halt versuchen, wirklich was zu erreichen auf YouTube. Ich würde es genauso machen. Ich würde es eiskalt genauso machen, denn wir wollen alle das am liebsten machen als Job, was uns gefällt und was wir gerne machen. Und von daher, wie er das gemacht hat, ist seine Sache. Da kann ich nichts dazu sagen. Wie gesagt, da melde ich mich auch nicht dazu zu Wort. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich fand es auch nicht jetzt mega, mega mies. Hat es halt so gesagt, wie es ist. Er war halt ganz ehrlich. Und von daher, was soll man dazu sagen? Aber ich für meinen Teil würde es genauso machen. Und ich freue mich auch, wie gesagt, wenn mich Leute supporten. Wir haben schon viele Leute im Stream Geld donated. Wir haben schon viele Leute irgendwie anders geholfen. Cool gemacht, mir meine Logos mit meinem Signature-Pokémon. Der hat mir einen Twitter-Banner gemacht und sowas. Das finde ich halt auch extrem cool. Und ich habe auch ein Donation-Goal in meinem Stream drin. Ganz einfach, weil ich dann sage, okay, ich hätte gerne einen Greenscreen. Wenn ihr das wollt, dann gebt von mir aus 2 Euro dazu. Und wir haben das Ding bis zum 11.11., dass ich dann halt mit Sun & Moon, wenn Sun & Moon rauskommt, mit einem Greenscreen streamen kann. Und wer das machen möchte, der macht's. Und wer nicht, der nicht. Ich kann euch ja nicht zwingen, dazu irgendwas zu spenden. Und genauso macht Sifron halt auch. Wenn die Leute unbedingt den Adblocker machen wollen und ihn dafür anders supporten wollen mit der Patreon-Seite, na, dann sollen sie es doch so machen. Und ich finde es, was ich schade finde allerdings, was ich jetzt eigentlich mal sagen muss, ist, dass bei den Leuten der Sub-Button locker sitzt, als mal irgendwie so allgemein 5 Euro im Stream zu spenden. Das finde ich zumindest bei mir, ich habe jetzt keinen Sub-Button, das finde ich irgendwie so komisch. Die Leute subben zwar bei den Leuten, aber mal irgendwo anders mal irgendwie 5 Euro zu spenden, keine Ahnung, ich bin jetzt niemand, der selbst spendet, weil ich finde es einfach total Käse, wenn ich jetzt die Donations, die ich von euch kriegen würde, weiter verspenden würde. Das wäre total dumm, weil es ist Geld, was mich supporten soll, nicht was andere supporten soll. Von daher wäre das halt total dämig, aber das, keine Ahnung, ich kann euch nicht sagen, warum. Ich meine, ich habe jetzt von Mark Substitute schon Donations gekriegt. Ich habe von Bart, glaube ich, auch schon Donations gekriegt. Und haufenweise auch von The Game. Und da bin ich auch massig dankbar darüber, denn am Ende supportet ihr nicht bloß mich dadurch, sondern auch das hier. Das muss so schwer mit rechts und links. Denn dadurch hole ich mir praktisch Displays, die ich in meinen Videos unboxen kann. Also haben dann irgendwie alle was davon. Ich kann meine TCG-Karten sammeln. Ihr habt Videos, die ihr gucken könnt. Und euch mit mir freuen könnt, wenn ich irgendwie eine X-Karte ziehe. Und ja, abschließend kann ich eigentlich bloß sagen, überlegt einfach selbst, wenn ihr in der Situation wärt und ihr würdet damit euren Teil eures Lebensunterhalts verdienen können, würdet ihr es genauso machen. Ich kann für meinen Teil sagen, ja, ich würde es genauso machen, denn was ist besser, als das zu machen, beruflich, was man liebt? Und das ist halt in unserem Fall YouTube-Videos zu machen oder mit den Leuten hier zu interagieren und mit den Leuten zu spielen. Und von daher, das ist meine Meinung. Ich hoffe, ich wäre jetzt nicht hier tot geflamed oder tot gehatet, weil ich meine Meinung gesagt habe. Ist auch schon vorgekommen, ist halt jetzt nicht so abwegig. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also wenn ihr irgendwie was zu diskutieren habt, dann macht es bitte in den Kommentaren. Behaltet bitte einen normalen Umgangston. Ich bin bei euch da eigentlich ziemlich so zuversichtlich, dass das nicht irgendwie ausartet in irgendwelches wildes Beleidigen und sowas. Denn ich bin mit meinen Abonnenten sehr, sehr zufrieden. Ihr seid sehr, sehr erwachsen und benehmt euch auch sehr, sehr angenehm. Von daher, das war's von mir jetzt zum Thema. 20 Minuten Laberstelz. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es wieder mal sowas zu bereden gibt. Ihr könnt auch gerne Themen für ein nächstes Video in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Und ich versuche das Ganze so pragmatisch und so neutral wie möglich zu sehen, um mich da auf keine Seite zu schlagen und einfach von mir auszugehen, was ich in der Situation tun würde. Und ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.